Und ich kann jetzt zum Beispiel gucken, was haben wir denn noch? Probieren wir doch mal von oben an. Laden wir mal API. Ja, wir möchten das laden. So, das ist jetzt zum Beispiel eine andere Demo. Kann ich da irgendwas mit den Tasten machen? Nein, okay. Wir können aber mal reingucken. Da seht ihr halt zum Beispiel, dass in den Sprites hier nicht allzu viel drin ist. Das ist halt einmal doppelt, warum auch immer. Und dann habt ihr ein paar andere Sprites. Ist das Sprite Editor? Haben wir Sounds? Nö, das ist halt in der Map. Hier seht ihr die Map. Auf der Map haben wir zum Beispiel jetzt hier diese einzelnen Punkte gesetzt. Und dann mal diese Sterne. Und das ist halt eine Benutzung, wie man halt die Map auch benutzen würde. Ne? Wir haben einmal die Map mit den Sternen oben, die wir auslesen können. Das ist im Endeffekt ein Bildschirm. Bis da. Und wenn wir das dann laufen lassen, sehen wir auch hier, wir haben halt den Hintergrund im Hintergrund, wie ich das gehört. Und die anderen Sachen sind halt mit Befehlen, welche auch immer das sind, draufgemalt. Können wir natürlich mal reingucken. Sehen wir es wieder nur eine Seite, das ist schon mal gut. Da haben wir noch eine Kamera gesetzt. Hier wird zum Beispiel ein gefüllter Kreis gemalt. Hier wird ein Kreis gemalt. Fill Pattern, das heißt, man kann auch Sachen mit einem Pattern füllen. Sehen wir jetzt halt hier. Das sind Quadrate, die gesetzt werden. Da sieht man halt viel, was man zeichnen kann. Linien, die gezeichnet werden. Ist übrigens was, was ich benutzen werde. Und dann halt so ein bisschen Code, um das halt zusammenzudrücken, schätze ich mal. Ja, gehen wir mal zurück. Wir können übrigens auch mit CLS den Bildschirm sauber machen, wenn wir das möchten. Und laden wir mal Collide. Wenn man Shift drückt, hat man übrigens Sonderzeichen, die man auch benutzen kann als Print. Also da sind noch Möglichkeiten, Sachen anzuzeigen. Pico 8 kann keine Groß- und Kleinschrift. Das heißt, alles, was ihr schreibt, und das war halt mein Fehler, muss halt klein geschrieben werden. So, Collide, ja. Lassen wir das doch mal laufen. Okay. Das ist so ein bisschen Physik. Ich berühre, Sprites berühren sich und bewegen sich dann. Ist gut. Kann ich definitiv nutzen. Und das ist halt das, was die Demos machen. Die zeigen halt immer bestimmte Sachen an. Das ist halt so ein bisschen, wie man halt eine recht einfache Physik macht. Ich weiß nicht, ich kann mich hier noch bewegen. Okay, cool. Das heißt, was passiert, kann ich den Ball auch, ich kann den Ball auch bewegen und der bewegt mich. Okay. Was haben wir hier? Ah, die Dinger kann ich einsammeln. Und das ist jetzt einfach die Steuerung mit den Pfeiltasten. Was ich dann machen muss, bin ich fertig? Ja, sehr schön. Muss ich den Ball irgendwie mitnehmen? Wahrscheinlich. Aber der Ball greift jetzt nicht die Gegner an, ne? Gut. Hier halt wieder dasselbe. Ich zeige euch jetzt eigentlich immer nur das Gleiche. Das heißt, wir werden jetzt gleich nur noch die Sachen durchgucken. Sprites, Maps. Und dann kann man mal gucken, wie so eine Map aufgebaut ist. Da bin ich ja gerade durchgelaufen quasi. Ja, das nächste ist Bounce. Okay. Mit X kann ich ihn hüpfen lassen. Ist halt einfach nur auch wieder eine Physik. Ne? Engine quasi, die halt sehr pseudophysikalisch quasi das anhaut. Und wie man sieht, wenn er ganz langsam wird, ist halt einprogrammiert, dass er von alleine hüpft. Ich kann aber auch jederzeit mit X hüpfen. Okay. Okay, das ist jetzt eher so klassische Steuerung. Habe ich X und Y, passiert nichts. Okay. Blümchen pflanzen kann ich auch nicht. Ah, hier habe ich wahrscheinlich was. Das kann ich aufsammeln. Gut.
Okay. Ich weiß nicht, ob ich da aus der Grafik rauslaufe. Ich glaube fast. Ja, das ist halt einfach nur eine Demo, wie man einen Bildschirm umschaltet. Und daneben ist halt nichts mehr. Da könnte man jetzt mal in den Code reingucken. Da gibt es dann halt Positionen, die als definiert werden. Da wird der Bildschirm geklärt und in der Farbe eingefärbt. Guck mal, eben ist ja eine Map gezeichnet. Ne, die Map ist nicht gezeichnet. Okay, interessant. Das heißt, der malt wahrscheinlich zufällig die Sachen. Gut, ja, wie gesagt, ich will mir das jetzt nicht genau angucken. Ich will euch erstmal nur zeigen, was das so ungefähr kann. Deswegen laden wir das nächste. Waves. Okay, das ist halt einfach ein Bildschirm zeichnen. Sind halt Wellen, ist klar. Tasten bringen nichts. Passiert nichts. Gut. Gucken wir mal eben, weil das finde ich jetzt mal interessant, wie der Code aussieht. Ja, da werden einfach nur gezeichnet. Das ist einfach nur eine Draw-Funktion, die halt ganz viele Sachen zeichnet. Mit dem Cosinus. Aha. Ah. Es hat auch einfach nur einen Effekt, wie man irgendwas tropfen lassen kann, finde ich gut. Könnte zum Beispiel benutzt werden für Eis oder ähnliches, was sich aufbaut. Man muss das ja nicht elendig lang drippen lassen. Man kann ja auch sagen, das soll nur ein bisschen was drippen. Aber ist halt eine mathematische oder programmierte Zeichnung basierend auf der Position von einem Pixel. Okay. Dots 3D. Mhm. Okay, das ist wirklich 3D. Sehr cool. Ich habe auch echt gesehen, es gibt echt coole Sachen. Es gibt zum Beispiel ein Doom, was hier drin programmiert ist. Aber okay, das ist halt 3D-Zeugs. Finde ich cool. Halo hatten wir schon. Dann laden wir mal Cast. Und gucken mal, was der so macht. Okay, das ist eine richtige 3D-Welt. Nice. Sogar mit Veränderungen des 3Ds. Cool, cool. Jetzt habe ich noch... Ja, ich kann springen. Nice. Also ist halt leicht unübersichtlich, aber definitiv nutzbar. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein 3D-Spiel unbedingt hier drin programmieren würde. Aber ist halt cool, dass es damit geht. Okay, und der bewegt einen auch hoch und runter. Finde ich cool. Und das halt, wie gesagt, alles in Lua programmiert. Und oben sieht man sogar, wie viel CPU von der virtuellen CPU der natürlich braucht. Das heißt, prozessortechnisch verbraucht er nicht so viel. Hat aber auch den Vorteil, dass Pico 8 Programme zum Beispiel auch auf kleinen Android-Handhelds laufen. Oder auf dem Raspi kann man die komplette Software laufen lassen. Yelpi. Okay, gucken wir mal, was Yelpi ist. Ah, okay, das ist ein richtiger kleiner... Ah, wir können springen. Und wir haben Dash. Ich schätze mal, mit dem Dash kann man kämpfen, was cool ist. Ja, okay. Okay, wir haben sogar... Oh. Wir haben sogar, wie man hier sieht, wenn ich aus dem Stehen springe, komme ich nicht darüber. Wenn ich mit Anlauf springe, habe ich es gerade geschafft. Damn. Ja gut, geht vielleicht auch nicht mehr. Ich bin zu alt für so einen Scheiß. Finde die sowieso vertauscht. Kommen wir demnächst auch zu. Ich werde definitiv mir ein Handheld besorgen, womit ich die testen kann. Steine kann man auch kaputt machen. Okay, cool. Da kommen wir nicht hoch. Wahrscheinlich schon. Ich will jetzt auch nicht stundenlang spielen, aber das ist halt ein komplettes Jump'n'Run. Und da sehen wir halt auch,
das, was ich gesagt habe, wir unterteilen hier quasi den Code in mehrere Sachen. Und schauen wir uns doch mal die Sprites an. Ja, das sieht man halt hier, die verschiedenen Teile. Und da werden viele Sprites benutzt, hier für Animationen zum Beispiel. Und das ist halt kein Sprite-Code, sondern Map-Code. Das heißt, die benutzen mehr von der Map. Gucken wir uns die Map mal an. Ja, da sind wir ja gerade rumgelaufen. Aber der wird die halt ein bisschen anders zusammensetzen, gehe ich mal von aus. Und der hat hier unten Code benutzt. Ah, hier sind noch andere Teile, Overlays vielleicht, die drüber gezeichnet werden. Okay. Ah ne, hier unten geht's noch weiter. Oh, die Map ist auch größer. Ich sehe ja gerade. Ah ja. Nice. Und ja, von der Größe her, ich kann halt nicht mehr anzeigen. Auch die App ist in 128x128 Pixel. Also das, worin ich programmiere. So, gehen wir aber mal weiter. Yelpi war das. Das werde ich mir nochmal genau angucken. Lassen wir mal laufen. Mache ich hier irgendwas? Nein. Also Tasten machen nichts. Das heißt, er zeichnet einfach nur. Und das ist halt wieder im Endeffekt einfach nur Code, der irgendwas zeichnet. Automatisch, wie man sieht. Könnte man zum Beispiel... Mal rein. Wollen wir da reingucken? Wahrscheinlich nicht, weil, wie gesagt... Okay. Ist gar nicht mal so viel Code. Ach so, das ist eine Cellular-Demo. Das heißt, die können sich verdoppeln. Dann gibt es mehrere Linien. Die Linien können auch wieder sterben. Und hier alle 16 Linien werden die Regeln geändert. Ah, oder wenn X gedrückt wird. Okay, dann lassen wir es nochmal laufen. Weil das hatte ich jetzt so nicht gesehen. Ah ja, okay, ich kann die Regeln selber ändern. Oder der regelt die alleine. Okay. X zum Sortieren. Ah, okay. Der sortiert die alleine. Und da randomize ich die wieder. Ist halt im Endeffekt, wie die Software auslesen kann, was da passiert. Das heißt, die Software sortiert das automatisch. Die sucht wahrscheinlich danach, wo sind die Köpfe am höchsten und nimmt dann die komplette Linie und verschiebt die, beziehungsweise tauscht mit der anderen aus. Ist halt vielleicht nicht uninteressant, wenn man irgendwas in die Richtung machen will. So, jetzt clearen wir nochmal. Und dann sehen wir, wenn wir SPLORE von Explore, aber ohne E, also nur Splore, dann kommen wir in eine Liste, wo wir Apps runterladen können. Da können wir auch uns auch die Demos angucken, den Unterordner. Wir können Favorit machen. Wir können genau Programme runterladen. Und das sind alles Programme, die andere Leute geschrieben haben und in die Splore reingepackt haben, wenn die gesagt haben, das gefällt mir, das darf jemand sehen. Und die könnt ihr euch alle laden, komplett. Wir laden jetzt mal Waveman. Lassen die laufen. So, und dann spielen wir das Spiel. Wenn wir jetzt Escape drücken, kommen wir zum Splore zurück. Wir können die aber auch runterladen und uns angucken. Machen wir aber nicht. Machen wir im nächsten Video. Und dann erkläre ich euch auch, warum ich mir Pico 8 runtergeladen habe und was ich damit machen will. Ich hoffe, das ist für euch interessant. Wie gesagt, so ein bisschen Retro, ohne Retro zu sein, weil das echt auf modernen Geräten läuft. Und ja, ihr könnt die Sachen exportieren für Windows, Mac, Linux, HTML. Und ihr könnt im Endeffekt die kompletten Spiele als ein PNG speichern und jemandem anderen als Bild schicken und der kann die in Pico 8 reinladen. Ist halt echt nicht uncool. Und da ich mit C64 Basic so ein bisschen rumgespielt habe, aber auch eine Programmiersprache lernen wollte, die aktuell ist, ist mir Lua vorgeschlagen worden, weil das halt auch diese Idee von Basic, dass ihr Code schreibt, der einem englischen Befehl entspricht. Der Zugang dazu ist hoffentlich ein bisschen leichter. Und Lua ist halt eine Programmiersprache, die echt bei vielen Sachen benutzt wird. Auch bei größeren Engines. Ich glaube, Godot
läuft auch mit Lua, unter anderem. Und das ist halt eine Programmiersprache, die vielleicht auch Sinn macht, die zu lernen. Es ist zwar nicht perfekt Lua, es ist, wie war das, Lua 5.2, was nicht die aktuellste Version ist, und dann halt mit ein paar Befehlen für die Engine, also quasi als hättet ihr eine API für die Engine. Aber ihr lernt halt trotzdem, Programme zu strukturieren. Im nächsten Video gucken wir uns aber mal ein paar sogar recht bekannte Spiele an, die damit gemacht worden sind, um einfach mal zu zeigen, was Pico 8 so kann. Bis dahin, man sieht sich. Ciao.